Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und das gilt auch für das Nähen. Was viele Anfänger falsch machen, die übernehmen sich, die suchen sich schwere Projekte aus, gehen mit Freude daran, fangen an zu nähen und merken schnell, dass es doch sehr frustrierend sein kann, weil einfach noch die Grundlage fehlt. Und davor möchte ich euch schützen und euch die Grundlagen erstmal beibringen. Und deswegen habe ich extra für euch diesen Schnitt konstruiert und eine Nähanleitung dazu geschrieben. Dieser Schnitt enthält eigentlich zwei Sachen. Einmal dieses schöne Kleid und noch, wenn man es kürzer schneidet, dieses schöne Oberteil. Was ihr für dieses Video braucht, ist ein wenig Stoff, so für das Kleid 1,20. Und mein Schnittmuster, das findet ihr auf www.designbella.de. Ich zeige euch nochmal, wie die Seite aussieht. Und dann können wir auch direkt anfangen. Druck erstmal Seite 2 von dem Schnitt aus und kontrolliere das Kontrollkästchen und schau, ob es wirklich 5x5 cm ist. Manche Drucker ärgern da ein und es wäre ärgerlich, wenn du jetzt schon ein falsches Maße hast. Wenn du den Schnitt suchst, ich habe den unten in der Box verlinkt. Dann einfach alles ausschneiden, zusammenkleben. Wenn du da Hilfe brauchst, habe ich dir jetzt oben ein Video verlinkt. Da zeige ich dir das ganz ausführlich, wie du es machen kannst. Danach können wir den Stoff uns zurechtlegen. In dem Video, was ich euch gerade auch verlinkt habe, erkläre ich auch dazu mehr, wenn ihr da Probleme haben solltet. Und können die Schnittteile einzeln drauflegen und ausschneiden. Insgesamt hat der Schnitt 5 unterschiedliche Schnittteile. Ein Vorderteil, ein Rückenteil, einen vorderen Beleg, einen hinteren Beleg und die Träger. Nur die Träger werden nicht an den Stoffbruch gelegt, alle anderen schon. Die Nahtzugabe ist schon enthalten, das heißt, ihr könnt entlang des Papierschnitts schneiden. Es gibt andere Schnittmuster, da muss man 1 cm wieder entfernt davon abschneiden, das müsst ihr hier aber nicht. So sieht es ausgeschnitten aus und diese Linie hier, da müsstet ihr es abschneiden, auch das Schnittmuster, wenn ihr das Oberteil nähen möchtet. Der Schnitt geht von einer Körpergröße von 168 cm aus. Hier in meinem Fall habe ich es verlängert, weil ich größer bin. Also um 10-15 cm. Wenn ihr kleiner seid, könnt ihr es hier natürlich auch kürzer abschneiden, damit es euch auch passt. Und noch ein Tipp an die Frauen, die ein bisschen kurviger sind und ein breites Becken haben, was ich eigentlich auch habe. Einfach hier mehr Stoff hinzugeben, dann passt es auch für breite Becken. Los geht's mit den Abnähern. Diese erstmal vom Papierschnitt abschneiden und nicht auf den Stoff, nur auf dem Papier und mit Schneiderkreide entlangfahren. Ausführliche Erklärung wieder hier in meinem übrigen Video, was ich euch verlinkt habe. Das Ganze wird auf der linken Stoffseite aufgezeichnet und den Schnitt muss man einmal drehen, weil die andere Seite braucht ja auch einen Abnäher. Die beiden Linien werden dann zusammengelegt und zusammengenäht und das auf beiden Seiten. Jetzt behandeln wir das Rückenteil und hier nochmal Achtung, wenn ihr das Vorderteil verlängert, müsst ihr es gleich natürlich auch beim Rückenteil machen. Hier sieht man zwei Markierungen, da sollen nachher die Träger positioniert werden. Diese werden nicht wie beim Abnäher auf der linken Stoffseite übertragen, sondern auf der rechten Stoffseite. Muss der Schnittteil an dem jeweiligen Seitenrand gelegt werden und ein wenig nach unten rutschen, in diesem Fall rechts, und dann die Markierung auf den Stoff übertragen. Das Schnittteil muss man hier auch wieder wenden und quasi auf die falsche Seite legen. Das liegt einfach nur daran, dass es sehr symmetrisch sein muss und die Abstände gehalten werden müssen. Und auch hier müssen die Träger übertragen werden. Man kann es vorher mit einem Filzstift quasi verstärken, damit es durchschimmert, oder wie ich es mache, ein wenig knicken und dann markieren. Wir nehmen nun das Rückenteil und legen dieses rechts auf das Vorderteil. Das heißt, die schönen Seiten sind nachher innen und wir schauen auf die nicht schönen linken Stoffseiten. Wenn Vorderteil und Rückenteil genau so aufeinander liegen, dass auch die Ecken zusammenpassen und unten auch, dann nimmt man sich Stecknadeln und fixiert den Stoff an der Seite zusammen, damit es nachher beim Nähen nicht verrutschen kann. Den Abstand der Stecknadeln könnt ihr bestimmen, macht es nach Gefühl. Bei mir sind es vielleicht ca. 5 cm, ist jetzt nur geschätzt, ich habe es nie gemessen. Das Ganze, was jetzt die Stecknadeln festhalten, soll nachher genäht werden und wir nähen hier, wo ich mit dem Finger entlang gehe, entlang. Das gleiche muss man natürlich auch auf der anderen Seite machen. Hier quasi unten, aber eigentlich ist es die andere Seitennaht. Zum Nähen nehmen wir einen Geradstich und wir haben eine Nahtzugabe von 1 cm. Das heißt, 1 cm entfernt muss man es entlang nähen. Oben rechts auf dem silbernen Platz seht ihr ja Striche und da müsst ihr einfach nur parallel immer entlang nähen, nur geradeaus, dann ist das kein Problem. Und 1 cm ist man schon mit 10 mm abgebildet. So sieht das Zwischenergebnis aus, wenn beide Seitennähte genäht sind. Wenn man nah rangeht, kann man erkennen, dass der Stoff ausfranst. Das wollen wir natürlich nicht und davor kann man den Stoff schützen. Das Ganze nennt man Versäubern. Wenn du eine Overlockmaschine hast, kannst du es natürlich damit machen. Wenn du es nicht hast wie die meisten, dann kannst du den Rand mit einem Zickzackstich entlang nähen oder einige Maschinen bieten auch einen Overlockstich an. Ich knicke das hier meistens ein wenig ein, nehme dann den Zickzackstich und nähe das Ganze nochmal entlang. Das mache ich auf der einen Seite, drehe das Ganze um, mache es auch auf der anderen Seite.
Dabei falte ich unten die Nahtzugabe immer wieder ein wenig ein und nähe dann mit dem Zickzackstich darüber. Ich finde, dass es nachher ein schöneres Ergebnis ist. Man kann natürlich auch nur entlang der Nahtzugabe nähen. So schön sauber und ordentlich sieht es nämlich dann aus, wenn man es einmal nach innen gefaltet hat. Jetzt kommen wir zu den Trägern. Ich zeige euch das anhand eines Trägers. Diesen falte ich in der Mitte und bügel einmal drüber, damit da eine Bügelfalte entsteht. Die dient gleich zur Orientierung. Das Falten und Bügeln ist natürlich einfacher. Ich habe nur in einer Hand die Kamera und deswegen sieht es bei mir ein bisschen schwieriger aus. Wenn wir dieses wieder aufklappen, dann sehen wir eine Bügelfalte. Jetzt müssen wir beide Seiten oder Kanten so knicken, dass diese Bügelfalte berühren. So sollte es aussehen. Das habe ich natürlich mit dem Bügeleisen glatt gebügelt. Nur noch einmal wieder zusammenlegen und wieder drüber bügeln. Das machen wir, dann müssen wir nämlich die Träger nachher nicht versäubern und die sehen schön aus und mit einer Naht ist der Träger schon komplett fertig. Nach dem Bügeln, da wo die offene Kante ist, einfach nur knappkantig entlang feststeppen von oben bis unten und der Träger ist fertig. Das gleiche machen wir auch mit dem anderen. Jetzt können wir die Träger an das Kleid befestigen. Wir haben einmal das Vorderteil, da kommt es hier hin. Bitte mittig befestigen und die Naht, die wir eben beim Träger gesteppt haben, zeigt zur Seitennaht. Also nicht nach innen zum Bauchnabel, sondern zur anderen Seite. Wir nehmen uns den Träger und suchen jetzt die Markierung, die wir eben auf dem Rückenteil aufgetragen haben. Dabei ist es wichtig, dass dieser Träger sich nicht verdreht, sondern genau so am Rückenteil zwischen den beiden Strichen mit einer Stecknadel befestigt wird. Das ist echt wichtig zu kontrollieren. Schaut, ob der Träger wirklich so liegt und dass da hier kein Dreher drin ist. Ich mache es jetzt künstlich. Ihr kennt das ja, wenn das so quasi jetzt da dran genäht wäre, dass man diesen Dreher nicht mehr rausbekommt und dass man es nicht glatt hinlegen kann, sondern es sollte so sein. Dann einmal hier und dort zusammennähen. Wenn die Träger genäht sind, sieht es so aus und jetzt ist es optimal, um das einmal anzuprobieren. Denn bei einigen kann natürlich auch der Träger zu lang sein und dann kann man es hier einmal abtrennen und den 1 cm kürzen und wieder dran nähen, damit es einfach passt. Was man jetzt aber auch sehen kann, hier sieht das natürlich, so kann man es natürlich nicht tragen. Und deswegen werden wir uns jetzt noch Belege nähen und diese hier dran arbeiten, damit es einfach nur professionell und schön aussehen wird. Ich habe das jetzt einmal angezogen und wichtig hierbei, was ich euch auch noch zeigen möchte, sollte das hier zu weit sein, dann einfach ein bisschen enger zusammennähen. Das liegt nicht daran, dass ihr es falsch genäht habt, sondern der Schnitt ist natürlich auch wieder auf den Durchschnittskörper konzipiert. Und da ich breite Hüften habe, muss ich natürlich eine breitere Größe nehmen und oben habe ich eine kleinere Größe. Und dadurch muss man manchmal so den Schnitt ein bisschen anpassen. Und das kann man einfach nur, indem man das hier ein wenig enger näht und dann passt es auch wieder perfekt. Vor uns sind die Belege. Wir schauen auf die rechte Stoffseite und legen den hinteren Beleg auf den vorderen Beleg, sodass die rechten Stoffseiten wieder innen sind. Die Seitennaht auf beiden Seiten zusammennähen. Wenn ihr wie vorhin das Oberteil enger genäht habt, falls es zu weit sein sollte, hier, ich habe die zweite Naht extra gelassen, dann müsst ihr das auch bei dem Beleg machen, weil sonst passt nachher die beiden Sachen nicht zusammen. Wie ihr sehen könnt, ist der gleiche Abstand und dann muss man es hier auch nochmal genauso eng nähen. Beim Beleg sind innen die rechten Stoffseiten, beim Kleid ist es genau andersherum. Dieses jetzt über das Kleid stülpen und die Träger müssen dabei innen sein. Also erst kommt das Kleid, dann die Träger, dann der Beleg und die Träger dürfen nicht herausschauen. Zunächst suche ich mir die Seitennähte und lege die aufeinander, dass wirklich die Naht auf der anderen Naht liegt und befestige dieses mit Stecknadeln. Das mache ich auf beiden Seiten. Danach stecke ich es natürlich überall ringsherum fest mit Stecknadeln. So sollte es aussehen und wie ihr sehen könnt, die Träger kann man nicht sehen. Das ist auch wichtig. Das Ganze muss zusammengenäht werden. Wieder mit einer Nahtzugabe von 1 cm und mit dem Finger zeige ich euch, wie ihr nähen müsst, falls ihr es nicht wisst. Einmal ringsherum alles komplett zusammennähen. Zusammengenäht sieht es so aus. Die Nahtzugabe werde ich jetzt überall ein wenig einschneiden, damit, wenn wir es nachher wenden, dieses sich schön legen kann und sich nicht wölbt. Die untere Kante vom Beleg muss natürlich auch versäubert werden. Das Ganze kann man jetzt nach innen wenden und glatt bügeln, damit es schön aussieht. Wer mag, kann oben noch knappkantig hier entlang steppen, ringsherum, damit der Beleg nicht verrutscht. Das kann man machen, muss man aber nicht, das ist Geschmackssache. Manchmal reicht das Bügeln nicht und der Beleg kann trotzdem rutschen. Um das zu verhindern, kann man mit ein paar Handstichen diesen an den Seitennaht des Kleides innen befestigen.
Oben sieht es jetzt schon super aus. Wir sind damit fertig. Das Letzte, was wir jetzt noch machen müssen, wir müssen uns um die untere Kante kümmern. Übrigens, wenn ihr jetzt das Kleid anprobiert und es ist euch zu lang, könnt ihr es da abschneiden und kürzen. Um die Kante zu bearbeiten, wende ich es einmal auf die linke Seite. Jetzt müssen wir die untere Kante jetzt hier oben überall ungefähr 2 cm nach innen klappen. Das kann man vorher mit Stecknadeln befestigen, man sollte aber mit dem Bügeleisen nochmal drüber bügeln. Das Ganze wiederholt man nochmal und knickt es nochmal 2 cm nach innen. Das kann man wieder mit Stecknadeln vorher befestigen, so reicht es manchmal und einfach nochmal mit dem Bügeleisen drüber. Und zum guten Schluss dieses nochmal festnähen, auch wieder eine Runde drehen, den gleichen Abstand wahren, parallel nähen. Das war's auch schon. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und jetzt bin ich natürlich neugierig, wie deins aussieht. Ich freue mich immer wieder, wenn man mir über Instagram diese Sachen zusendet oder mich auch markiert und ich sehen kann, was daraus geworden ist. Wenn du mehr von mir noch erfahren möchtest oder auf weitere Schnittmuster gespannt bist, schau mal bei Instagram vorbei, designerella.bella, da gibt es immer die neuesten Updates über mich. Und ansonsten, meine Lieben, heißt es bis zum nächsten Mal, eure Christine.